Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play und wir spielen heute Stranded Deep. Ein nettes kleines Survival Game für zwischendurch. Wie ihr seht, ich habe schon mal gespielt und dabei war ich bei 23 Tagen. Allerdings fange ich jetzt natürlich einen neuen Speicherstand an. Ja, wir wollen das alte Spiel löschen. Es ist leider noch nicht möglich, mehrere Spiele zu spielen scheinbar. Und das ist jetzt die Version 0.09 mit dem neuen RAM. Ich hatte mir das schon mal ganz kurz einmal angeguckt. Und ja, es schaut ganz vielversprechend aus. Auch der Schiffsmotor ist wieder drin. Ja, haben wir kein Ruder mehr? Interessant. Ah, okay. Das Ruder ist auch komplett weg. Ja, dann wollen wir uns gleich mal zur ersten Insel aufmachen, die wir hier sehen. Denke ich mal, einiges dazu gekommen, was ich schon gesehen hatte. Neue Rohstoffe habe ich noch nicht gesammelt, weil ich die auf dem alten Speicherstand auch noch nicht gefunden hatte. Wahrscheinlich sind die noch gar nicht mit reingekommen. Weil es gibt jetzt irgendwie Reifen und Fässer und so weiter scheinbar. Zumindest zeigt mir das dieses neue Raft-Building-System. Weil man kann jetzt aus die Schwimmkörper aus irgendwie Reifen und Fässern und so weiter bauen. Bleiben wir doch erstmal gleich hier, gucken wir uns das an. Was man als Neuling zu dem Spiel wissen muss, es gibt irgendwie kein Tutorial und ich kriege auch irgendwie nicht mehr diese Sequenz mit dem Flugzeugabsturz. Aber mit Tab könnt ihr euer Inventar öffnen und auch mit 1, 2, 3 und 4 und so weiter eure Sachen dann jeweils auswählen. Es gibt verschiedene Baumaterialien, ja, die werden wir im Laufe des Spiels noch sehen. Mit F kann man seine Survival Watch, die wir intelligenterweise schon vorher dabei hatten, aufrufen. Mit der linken Maustaste kann man sich dann angucken, na, wie viel Leben man noch hat, Hunger, Durst und so weiter und so fort. So, wollen wir uns erstmal hier auf dem Schiff umgucken. Da findet man immer ganz schön hilfreiche Sachen und ich hoffe, sie haben auch die Anzahl an Steinen etwas erhöht, weil die sonst immer so ein bisschen problematisch sind. Na, kommen wir, wie kommen wir auf das Schiff rauf? Kann die Tür von außen aufmachen? Interessant. So. Oh, da sind auch schon Fässer. Kann ich die einfach so einsammeln? Hm. Barrels, ja. I have no idea. Da sieht man schon einen freundlichen Hai, der uns fressen will. Wir sehen wohl sehr lecker aus. Aber ich kann inzwischen echt alles durch die Wand aufrufen, scheinbar. Da gehen wir erstmal rein ins Schiff. Das backt ein wenig rum. Diese Kabinetts sind sehr wichtig. Da findet man ganz gerne hier zum Beispiel Morphin drin. Das braucht man, wenn man sich die Knochen gebrochen hat, weil man mal wieder ein wenig hoch irgendwo runtergesprungen ist. Ups, da habe ich jetzt aus Versehen das Crafting-Menü aufgerufen. Das ist immer das Problem der verschiedenen Spiele und unterschiedliche Knopfbelegungen. Ja, okay. Da war nichts mehr drin, ne? Nee, sieht nicht so aus. Doch, da. Da ist noch irgendwas drin. Wenn ich jetzt wieder noch mich erinnern würde, ob man sich hinhocken kann, genau mit Steuerung. Ja, haben wir hier alles rausgeholt. Ja, dann gehen wir doch gleich mal die Wand hoch. Die Leiter können wir nicht hochgehen, aber die Wand, das ist doch herrlich. Und ein Kompass, der ist ganz nützlich, wenn wir später die Inseln erkunden wollen, damit wir so einen Überblick haben, in welche Richtung wir zurück müssen. Aber wie man jetzt an die Fässer rankommt. Ah, jetzt habe ich es offen. Und dann kann man die irgendwie aufsammeln? Hm, scheinbar nicht. Na, gucken wir uns später an. Wollen wir erstmal dafür sorgen, dass wir hier überleben können. Hunger und Wasser nehmen eigentlich in erträglicher Geschwindigkeit ab, solange man nicht irgendwie krank ist. Da können wir Driftwood, keine Zwischen, glaube ich, wenn sie es nicht wieder gemacht haben, keine Bäume mehr fällen. Dafür hat man eben halt dieses Driftwood dazu bekommen, womit man sich ganz einfach ein paar Rohstoffe beschaffen kann. Kann man allerdings auch nicht für alles benutzen, zum Beispiel gibt es keinerlei Möglichkeit, daraus dann die
die, ach, wie soll man sagen, ja, die Schwimmkörper vom Floß zu bauen. Dazu braucht man normales Holz oder eben halt die Fässer oder. Nehmen wir schon mal gleich ein bisschen was mit, weil Feuer und Unterschlupf, den wir zwar nicht wirklich brauchen, aber ganz nett ist, können wir daraus dann ja schon mal bauen. So, mit C ruft man das Crafting-Menü auf, was sie auch hinzugefügt haben. Vorher war das wirklich etwas. Ja, man musste immer alles wissen und das geht einem dann doch irgendwie auf den Keks. Ah, okay, wir könnten theoretisch also gleich aus der Region mit Fässern den Schwimmkörper bauen. Da muss man dann noch später ein Fundament drauf bauen und dann gibt es dann wieder Segel und Bootsmotor, der wieder drin ist. So, wollen wir doch mal gucken, ob wir noch gleich was Nützliches finden. Ja, eine Kartoffelpflanze. Können wir doch gleich ein paar Kartoffeln mitnehmen. Oder auch nicht, weil wir schon zu viele Sachen dabei haben. Okay, dann lassen wir das erste Mal und suchen uns erstmal einen schönen Platz, wo wir an. So, da war ein kleiner Fehler in der Aufnahme. Jetzt können wir hier sehen, das sind die Sticks, die irgendwie rumliegen. Ach, wir können graben. Ach nee, wir haben keinen Platz im Inventar mehr. Können wir irgendwas wegschmeißen? Brauchen wir nicht. Können wir uns später wiederholen. So. Nehmen wir doch gleich mal ein paar Krabben mit. Können wir uns gleich was Leckeres kochen. Wo bauen wir denn uns am besten mal was zusammen? Sollten noch irgendwie zu sehen, dass wir irgendwo so eine Pflanze finden, wo wir Seile rauskriegen. Ich glaube, das ist das eine. Yucca, genau. Das ist auch sehr wichtig für unser Lager, für das Feuer und alles. Jetzt müssen wir noch was wegschmeißen. Lassen wir ein paar Sticks hier. Das Inventar war früher mal kleiner. Das haben sie zum Glück ein bisschen vergrößert, weil das war echt anstrengend, wenn man nur so wenig Sachen tragen kann. Stört das doch ein wenig. Jetzt ist der Ton vom Laufen weg. Interessant. Diese kleine Bucht sieht doch ganz nett aus eigentlich. Kann man so ein bisschen schön, ich guck mal über die Wassertiefe. Ja, da kann man so ein bisschen schön über Wasser bauen. Dadurch hat man Probleme mit so Bodenunebenheiten nicht ganz so sehr. So, dann können wir hier erstmal anfangen, ein Feuer zu bauen. Ach ne, erstmal muss ich ja anfangen mit dem Campfire. Craft. Setzen wir das mal hier hin, das erste. Dann machen wir direkt weiter die Fire Pit da drum, damit wir auch direkt das hier bauen können. Genau. Da können wir dann nämlich, brauchen wir die Sachen gar nicht erst übers Feuer zu halten, sondern wir können die etwas vielleicht direkt da dranhängen. Nehmen wir mal die Krabben in die Hand. Lange Maus drücken und dann hängt es da oben. Und das piept auch ganz leicht, wenn es fertig ist. Feuer an. Ja, man sieht, ist zwar noch nicht dringend, dass wir was zu fressen bekommen, aber das wird schon gehen. So, den können wir auch schon einmal gleich befüllen. Seltsamerweise kann man hier in dem Spiel nämlich Salzwasser durch Kochen zu Frischwasser machen. Man kann auch einfach den Eimer hinstellen und hoffen, dass es regnet. Aber so lange wollte ich jetzt nicht warten. Sieht man den Dings voll werden. Man muss auch aufpassen, wie man die Sachen dann hinstellt. Immer gerade gucken, damit die auch gerade der Eimer sich wieder hinstellt, weil sonst läuft gleich das ganze schöne Wasser aus.
sieht man, da ist dann Seawater drin. Wenn wir das kochen, wird dann daraus Drinkable Water oder wie auch immer das heißt. Jetzt hat man vielleicht das kleine Ping gehört, jetzt können wir uns die Krabbe nehmen und direkt eine neue hinhängen. Schmeiß die mal daneben. Irgendwo ist die Cook Crab, da ist die. Die wollen wir uns doch gleich mal zu Gemüte führen. Ja, dann wollen wir doch gleich schon mal schauen, während die Krabbe durchkocht, dass wir uns einen Speer und eine Axt bauen, weil das Messer hat jetzt nicht mehr viel Durability. Mal sehen. Knife, Hammer, Axe. Was fehlt uns? Lashing. Okay, dann müssen wir noch eine Yucca-Pflanze finden. Mal sehen. Ist noch ein Container, der sich langsam aufbaut. Da ist Zeug. Ich will doch nur eine Yucca-Pflanze finden. Da vorne, das sieht doch wie eine aus. Ach, was man hier auch ganz schön sehen kann, wir haben keinen Schatten. Nur das Messer hat einen Schatten. Ja, Multiplayer, weiß ich nicht, ob das bei dem Spiel geplant ist. Wäre vielleicht schön, aber nicht unbedingt notwendig. So, na komm. Zwei Lashings. Dann können wir direkt einmal eine Axt craften. Eine Crude Axe. Dafür haben wir einen Stein gebraucht, einen Lashing und einen Stick, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Laufen wir einmal zurück. Holen die nächste Krabbe darunter. Und zack, hinwerfen. Das despawnt auch alles nicht, also man kann bedenkenlos das hinwerfen, wird auch nicht schlecht. Man kann es immer noch essen nach langer Zeit. So, dann die eine der wichtigsten Sachen. Ein Speer. Den brauchen wir zum Fischen, dann haben wir das mit der Nahrungsbeschaffung einfacher, als wenn wir Kokosnüsse sammeln müssen oder Krabben oder was auch immer. Dazu brauchen wir einen Rockshard, da müssen wir einen Stein für zerbrechen. Und zwei Sticks fehlt uns auch noch. Okay, dann wollen wir doch mal. Das Messer können wir gleich einmal hier lassen. Brauchen wir nicht alles mit rumschleppen. Was können wir noch hier lassen? Das können wir erstmal hier lassen. Ach ja, und die Lampe können wir uns am Lager aufstellen. So. Da haben wir Stoff, da haben wir den Propeller für den Bootsmotor, den lassen wir auch mal hier, den Kompass können wir auch erstmal hier lassen, den brauchen wir später. So, dann haben wir doch wieder Platz im Inventar, um was zu beschaffen. Ich weiß nicht, kann man die fällen? Ja, die kann man fällen. Oder? Eben hat es gesplittert. Jetzt. So, da haben wir doch schon mal die nötigen Sticks. Jetzt brauchen wir einen Stein. Haben wir da noch einen? Nein, haben wir nicht. Brauchen wir unbedingt einen Stein. Den können wir dann mit der Axt zertrümmern oder angeblich auch auf was Hartes draufschlagen, aber das ist mir irgendwie zu kompliziert. Auf dem Weg gleich mal Sachen einsammeln, die man noch gebrauchen könnte. Also ich finde echt, dafür, dass man hier auf so einer Insel ist, da müssten doch ein paar Steine rumliegen, aber irgendwie ist das doch sehr, sehr, sehr wenig. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Stahl mit. Erkunden die Insel ein bisschen. Wie sieht es eigentlich mit unserem... Das sieht alles noch gut aus. Holzplanken. Man kann alles gebrauchen, was man einsammeln kann. Da sehe ich noch eine Yucca. Das ist doch auch nicht schlecht.
zwei Seile. Oh, hier sind ja noch mehr. Brauchen wir hinterher noch genug von. Ups. Ja, ist etwas kompliziert, die Dinger zu fällen. Wer kann das denn sein, einen Stein zu finden? Leider kann man die Großen nicht verkloppen. Sonst hätte man eine schöne Steinquelle, aber nein, das dürfen wir nicht. Yukas ohne Ende. Aber das, was wir brauchen, nämlich Steine, stellt sich gerade etwas schwierig heraus. Vorne liegen noch mehr Metall, also Stahl. Tja, eine endlose Suche nach Steinen. Vielleicht war diese Insel, die erste Insel zu nehmen, doch keine so gute Wahl. Mal vielleicht erstmal gucken sollen, ob hier überhaupt Steine zu finden sind. Weil ich will jetzt nicht für so einfache... Ach, da vorne ist einer. Ja, die Stöckchen lassen wir trotzdem nicht liegen. So, alles immer schön mitnehmen. Oh, doch, jetzt endlich ein paar Steine. Oh, eine Krabbenansammlung. Futter. Steckt sich an einem Erdloch. So, dann gehen wir erstmal. Ach, wir können eigentlich auch direkt den Speer craften. Haben wir noch Platz im Inventar? Ja, nehmen wir einmal das Steinchen in der Hand. Schmeißen eins runter. Hauen drauf. Oder auch nicht. Jetzt. Kriegen wir jetzt zwei Rock Shards raus und können dann wieder über C einen Speer craften. Ja, und wir haben natürlich wieder zu viele Sachen dabei. Was können wir dann problemlos erstmal hier lassen? Na, lassen wir die Sticks hier, können wir später einsammeln. Dann mal wieder zurück zum Lager. Also die Yukas, wenn sie es nicht geändert haben, wachsen nach, aber andere Rohstoffe werden nicht nachwachsen. Ich weiß nicht, ob man die Fische leer fischen kann, auf jeden Fall habe ich das noch nicht geschafft. Somit hat man, wenn man einen Speer hat, immer genug zu futtern da. So, die ist natürlich auch schon gekocht. Können wir gleich einmal verspeisen. Nächste Krabbe kochen und wieder hinwerfen. Den Rockshard, die Steine, die übrig geblieben sind, das können wir auch erstmal hier sammeln. Die sind ein bisschen blöd zu sammeln, weil die backen sich immer gerne durch die Gegend. Ui, und das fliegt. Ja, ist klar. So viel dazu. Ist auch logisch, egal welche Größe das Objekt oder Gewicht hat, es geht immer nur 4 auf einen Slot. Man kann auch 4 Äxte oder 4 Speere mitnehmen, wenn einer kaputt geht, hat man dann automatisch den gleichen, den neuen wieder, nimmt er automatisch den nächsten in der Hand. Und ja, nicht gerade logisch, aber okay. Da hat es doch einmal BIM gemacht. Nehmen wir uns die Krabbe doch gleich mal. Und dann zeige ich das einmal mit dem Wasser. Das kann man nämlich auch dann wieder einfach in die Hand nehmen. Wieder auch linke Maustaste gedrückt halten und ran.
So, dann würde ich einmal sagen, beenden wir mal die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.